5,65%. Dies war 2008 der Frauenanteil im Topmanagement größerer deutscher Unternehmen. Erschreckend gering. Fest steht, an mangelnder Qualifikation kann dies nicht liegen, denn der Frauenanteil bei Studienabschlüssen liegt bei 53%, im Schnitt mit besseren Ergebnissen als die der männlichen Kommilitonen. Woran liegt der geringe Frauenanteil also dann? Bevor ich fortfahre, möchte ich mit Ihnen ein kleines Experiment durchführen. Angenommen, ich würde Ihnen die nächsten 5 Minuten lang Kopfrechenaufgaben geben. Nun können Sie sich entscheiden, wie Sie entlohnt werden möchten. Entweder Sie erhalten 50 Cent für jede richtige Lösung, oder aber Sie entscheiden sich für ein Turnier zu jeweils 4 Personen. Derjenige, der am Ende der 5 Minuten die meisten Aufgaben richtig gelöst hat, erhält 2 € für jede richtige Lösung. Der Rest geht leer aus. Für welches Entlohnungssystem würden Sie sich entscheiden? Tatsächlich entschieden sich in einer aktuellen amerikanischen Studie 75% der Männer und nur 35% der Frauen für das Turnier. Dies zeigt, dass Frauen das Risiko und auch den Wettbewerb scheuen, auch wenn sie dabei auf Geld verzichten müssen. Männer hingegen haben Spaß daran, auch wenn sie dabei Geld verlieren. Womöglich ist dies sogar ein Erklärungsansatz für die gewaltigen Dimensionen der Wirtschaftskrise. Denn nach wie vor sind die Hauptakteure im Wirtschafts- und Finanzleben Männer. Heißt das also, Frauen sind die besseren Führungskräfte? Der aktuellen Führungsforschung zufolge ja, denn Frauen, die den Weg in Führungspositionen geschafft haben, sind im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen die wirkungsvolleren und erfolgreicheren Führungskräfte. Firmen mit einem hohen Frauenanteil im Vorstand erwirtschaften laut einer Studie von McKinsey um 48% höhere Gewinne als der Branchendurchschnitt. Kommen wir nun also zur Ausgangsfrage zurück. Wenn das so ist, warum sind dann immer noch nicht mehr Frauen in Führungspositionen? Nun, neben zum Teil immer noch ungünstigen Rahmenbedingungen, wie ungenügend Kinderbetreuung und mangelnde Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, ist die Frage allerdings viel interessanter, welchen Eigenanteil die Frauen bei der Ungleichverteilung von Führungspositionen haben. Sicherlich, zum einen spielt die Veranlagung eine große Rolle. Eigenschaften wie Durchsetzungsfähigkeit, Belastbarkeit und Leistungsmotivation sind unabdingbar, um in eine Führungsposition zu gelangen. Dennoch, die meisten Frauen scheitern nicht an fehlender Führungseffizienz, sie scheitern an fehlender Aufstiegseffizienz. Aufstiegseffizienz erfordert 3 wesentliche Faktoren, die Männern meist von Natur aus gegeben sind. Erstens. Konkurrenzverhalten. Wie schon im 50 Cent 2 € Experiment dargestellt, ist dies Frauen meist nicht von Natur aus gegeben. Das unterschiedliche Konkurrenzverhalten von Männern und Frauen ist somit sicherlich ein wesentlicher Faktor bei der Frage, warum immer noch so wenige Frauen im Management sind. Zweitens. Networking. Frauen vernetzen sich oft nur mit hierarchisch gleich oder niedriger gestellten Personen. Männer hingegen suchen häufiger den Kontakt zu hierarchisch höher gestellten und strategisch bedeutsamen Personen. Drittens, Selbstmarketing. Frauen erbringen eine Leistung und verkaufen diese oft als selbstverständlich. Wer hingegen Karriere machen will, muss kräftig trommeln. Die Kunst besteht oft gerade darin, die eigene Leistung hochzujubeln. Bezüglich dieser 3 Faktoren haben Frauen also noch einigen Nachholbedarf. Allerdings, auch Manager sollten sich über die Situation der Frauen in ihrem Unternehmen informieren und versuchen, deren Probleme zu verstehen. Erst dann werden sie bereit sein, aktiv nach Führungspotenzialen zu suchen und diese in Form von Coaching und Mentoring zu fördern. Gerade vor dem Hintergrund der zu Beginn erwähnten Dimensionen der Gewinnsteigerung und einer nachweislich angenehmeren und moderneren Unternehmenskultur kann dies für das gesamte Unternehmen von Vorteil sein. Es lässt sich also festhalten. Es wird höchste Zeit, dass sich in den Führungsetagen dieser Welt etwas ändert. Bis dahin muss zunächst jede Frau bei sich selbst anfangen. Und mit Hilfe von 3 Dingen. Erstens, mehr Mut zum Wettbewerb. Zweitens, Networking. Und drittens, mehr Selbstmarketing, ihr Verhalten der Männerwelt anpassen.